Hallo und herzlich willkommen zurück zu Enigmatis 2, den Nebel von Ravenwood. Hier ist Sabine die Cat und wir suchen jetzt Hamilton. So, schön verlaufen. Hier müssen wir rauf zum Holzfällercamp. So, vor. 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 Links rein. What? The preacher's here? What are we waiting for? Let's get after him. Damn it! I can't stand on this leg. You go ahead. But remember, he's dangerous. I'll follow you as soon as I can. But it might be a while. He's a dangerous man. And I'll follow your tracks as soon as I can. I suspected this weapon had a meaning to it, Marsh. But not this. No matter. Time's getting short. Take it and go. I'm right behind you. So, auf der linken Seite Schmetterling Nummer 28. Not much time left. You need to stop Whitmarsh once and for all. Please, you have to help my parents. So, das heißt, wir gehen jetzt zurück. Gehen zum großen Baum. So, das Raubtier beißt zurück. Wir haben zurückgebissen. Jetzt gehen wir rein. Zum Zentrum des Baums. So, you managed to break free. I assume that annoying woman had something to do with it. I admit, she was helpful for a human. No matter. Soon the ultimate weapon will be mine. The one who stole it from you will be here soon, like a fly falling in the spider's web. Then you'll meet your inevitable end, brother. Sassy as ever. You can try. We both know Master favors me. Never! So, der vorletzte Schmetterling ist hier oben rechts. Dann schauen wir sich das mal genauer an hier. Und hier ist der letzte Schmetterling, Nummer 30. Damit haben wir alle. Lassen die zwei Streithähne hier mal kämpfen. Wir gehen nach links rüber und befreien die Eltern von der Becky. Befreie Beckys Eltern. Ziehe vorsichtig an den Wurzeln und entferne sie. Our daughter. Where? Die Reihenfolge ist wichtig. Beginne ganz oben. So, wir nehmen uns den hier mal zur Brust. Dann den hier rechts. Den dicken. Man muss die ordentlich packen. Our daughter. Where? So, den hier. Becky, darling. Run. Run. Becky's safe. She's hiding in the logging camp. Is our child safe? I don't know how to thank you. Run. Take care of your girl. Forget about me. There's no time. Thank you. Really think you could beat me? You should have escaped when you had a chance. Bereft of your tiny Maple Creek domain, hunted by mortals seeking shelter. Your forces are no match for my power. Look around you. Ah, detective, you never cease to amaze. Pity, I plan to keep you for the very end.
I should have brought you here immediately. Now the game is over. Weren't you looking for me? Where is the dagger? Where is it? Do I need to inflict some pain to make you talk? Hamilton did it to give me time to act. Think, Detective. So, wir gehen zurück. Links rein. So, wir ziehen wieder die Wurzeln zur Seite. So, die zerhacken wir. Und jetzt nehmen wir uns das Herz zur Brust. Thank you. Do it for the glory of the Master. So, das war Enigmatis 2, die Nebel von Ravenwood. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde auf jeden Fall noch das Bonuskapitel spielen. Das Bonuskapitel heißt Die geretteten Erinnerungen. Und dann werden wir sich an Enigmatis 3 machen. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich sehr freuen über ein Like. Vergesst nicht zu kommentieren, vergesst nicht zu abonnieren, vergesst nicht die Glocke einzuschalten. Wenn ihr irgendwelche Spielevorschläge, irgendwelche Tipps, Wünsche habt, sagt es einfach, schreibt es einfach drunter in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Was ich eventuell noch vorhab, ist Lost Grimoires 2 und Dark Arcana, das würde ich auch noch sehr gerne spielen. Und dann schauen wir mal weiter. Noch ein weiteres Spiel, was ich momentan im Sinn habe, ist kein Wimmelbildspiel. Das heißt Arise und das steht auch noch ganz oben auf meiner Liste, die ich machen will. Und ja, das wird dann wahrscheinlich alles 2023 kommen. Gut, dann sage ich nochmal danke fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.